Moin, na, schon von dem neuen Piratenspiel gehört, welches 2023 rauskommen soll? Richtig, Skull and... Lassen wir es lieber mal, darüber geht es heute nämlich nicht. Heute geht es um ein Spiel, von dem ihr wahrscheinlich vorher noch nie gehört haben werdet, aber es könnte richtig, richtig gut werden. Wie wäre es mit einem Spiel, welches komplett auf allgemeinem PvP verzichtet, dafür aber einen Koop-Modus bietet? Ihr könnt euer eigenes Schiff gestalten, könnt eure eigene Crew anheuern, eure eigene Piratenstadt bauen, Inseln besuchen und so weiter. Klingt ein wenig nach dem, was der Ubisoft-Ableger eines Piratenspiels mal werden sollte, aber wohl ehrlich gesagt nie wird. Skull & Bones entwickelt sich ja, was das angeht, in eine ganz komische Richtung oder in welche auch immer. Wir wissen ja noch nicht mehr wirklich, wo wir bei dem Spiel momentan dran sind. Doch nun könnte es genau so ein Spiel, so ein Piratenspiel, was sich die Leute für Skull & Bones gewünscht haben, nun dieses Jahr wirklich tatsächlich noch geben. Und das sogar aus Deutschland. Denn die Macher des Spiels Mad Evil Dynasty arbeiten an etwas Neuem, und zwar dem hier. Pirates Dynasty. Und das soll all die eben genannten Elemente und noch weitere, auf welche wir gleich noch so reden kommen, miteinander kombinieren. Aber um Pirates Dynasty zu verstehen, müssen wir erstmal wissen, was ist überhaupt Mad Evil Dynasty und wer ist der Entwickler. Denn ganz ehrlich, denken wir an deutsche Spieleentwicklung, dann ist das meistens gruselig. Ich sag mal Elex, Elex 2 und da gibt es noch so ein paar andere Spiele, die sind so, naja, mittelmäßig ehrlich gesagt. Die Entwickler von Pirates Dynasty und Mad Evil Dynasty sind Topless Production, ein deutsches Studio, welches den Sitz in München hat. Und wie gesagt, das bekannteste Spiel von ihnen ist Mad Evil Dynasty, was ein absoluter Erfolg war. Mad Evil Dynasty ist in Anführungszeichen der Vorgänger halt von Pirates Dynasty und wem das jetzt gerade nichts sagt, hier mal eine ganz kleine Zusammenfassung. Mad Evil Dynasty ist ein sehr realistisches Mittelalter-Survival Rollenaufbauspiel, so kombiniert das so ein klein wenig einmal alles, bei dem man so ganz typischerweise mit nichts als einer Axt spawnt und dann quasi sein eigenes Haus, Hof, Dorf und so weiter aufbaut, wo dann später sogar dann NPCs einziehen können und dass man quasi richtige Arbeiter hat. Man kann halt ein richtiges Dorf, eine eigene kleine Dynastie halt einfach aufbauen. Man muss seine Arbeiter managen, Essen anbauen und so weiter. Mad Evil Dynasty entspricht an manchen Stellen, was das angeht, sogar eher einer Simulation als einem reinen Survival-Spiel, wie man so klassischerweise kennt, und es ist schon sehr speziell, hat aber eine große Fangemeinde über die Jahre gewonnen und wurde auch immer stetig weiterentwickelt. Mad Evil Dynasty hat sich wirklich über die Jahre zu einem sehr, sehr guten Spiel entwickelt und es kam bei der Presse und auch bei Spielern wirklich durchaus immer sehr gut weg. Also die Entwickler wissen prinzipiell, wie man erfolgreiche Spiele programmiert. Somit sind eigentlich schon mal ganz gute Weichen gestellt für Pirates Dynasty. Jetzt ist natürlich die Frage, was gibt es denn sonst noch so über das Spiel zu erzählen? Die Entwickler haben auf der eigenen Internetseite so ein paar Features genannt, welche das Spiel beinhalten soll. Ganz wichtig, so richtig viel Infomaterial zu dem Spiel gibt es noch nicht, geschweige denn Gameplay, das ist alles noch in weiter Ferne scheinbar, beziehungsweise müssen wir noch uns auf einen kleinen Trailer anscheinend gedulden. Aber schauen wir uns mal die Features an, welche die Entwickler ganz offen aussprechen. Und zwar an erster Stelle steht Fight, Survive, Build. Also genauso wie im Mad Evil Dynasty werden wir wohl halt selber halt einfach unser kleines Piratennest ausbauen können. Müssen natürlich logischerweise, wie es für Piraten typisch ist, kämpfen. Und werden wahrscheinlich sogar noch zusätzlich auf unsere Lebensbalken achten müssen durch Essen und Trinken. Halt ganz typische Survival-Mechaniken. Ansonsten, was ein großer Unterschied ist, momentan noch so Mad Evil Dynasty ist, es wird einen Koop-Mehrspieler geben. Also das Spielen mit Freunden wird von vornherein in dem Spiel integriert sein. Das ist etwas, worauf die Leute bei Mad Evil Dynasty momentan noch leider warten müssen. Und ein großer Unterschied zu Mad Evil Dynasty zum Beispiel noch, ist die Welt an für sich. Klar, wir sind dann nicht mehr in einem europäischen Wald so ungefähr unterwegs, sondern logischerweise auf tropischen Inseln. Also das Setting ist da schon recht klar. Es wird auf jeden Fall schön warm. Darüber hinaus ist in Mad Evil Dynasty die Welt zum Beispiel von Hand gebaut. Also alles haben die Entwickler per Hand irgendwo platziert.
In Pirates Dynasty ist das halt ein klein wenig anders. Dort ist die Welt nämlich prozedural generiert. Das bedeutet nicht, dass alles komplett random ist, aber dass es so gesehen vorgefertigte Assets gibt, woraus das Spiel dann quasi immer wieder neue Welten zusammenbauen kann. Und ich finde, gerade bei einem Piratenspiel ist das sehr, sehr sinnvoll. Denn die halbe Welt wird wahrscheinlich mehr oder weniger aus Wasser stehen. Dann gibt es hier und da noch ein paar Landmassen, aber die können natürlich auch gerne mal zufällig generiert sein und müssen dann nicht so durchstrukturiert sein, wie zum Beispiel ein europäischer Wald oder sowas in die Richtung. Bedeutet für uns natürlich auch, wenn wir das Spiel spielen sollten und sagen so, oh, die Runde läuft jetzt gerade nicht so gut und wir starten ein neues Spiel und wir können vielleicht die Seeds nicht selber einstellen, dass wir dann immer wieder eine neue Welt vor uns haben, die wir dann erkunden können. Und ich finde, ehrlich gesagt, das klingt immer ganz cool. Das habe ich schon selber an Valheim zum Beispiel ebenfalls sehr gemocht. Darüber hinaus sagen die Entwickler ebenfalls, dass es so etwas wie Naturgewalten geben wird. Genauere Details gibt es da nicht. Sie sagen auch, dass es Gefahren nicht nur über, sondern auch unter Wasser geben wird. Ob es so etwas wie Fantasy in dem Spiel geben wird, also einen Kraken, könnte ich mir jetzt noch vorstellen, aber sowas wie Meerjungfrauen, wie zum Beispiel in Sea of Thieves, wissen wir noch nicht. Müssen wir uns noch ein klein wenig gedulden, bis wir da weitere Infos haben. Ansonsten, ein ganz wichtiger Punkt ist, was ich mir auch in Sea of Thieves noch viel, viel stärker wünschen würde, ist das eigene Schiff anpassen. Die Entwickler betonen, wir werden unser eigenes Schiff nach allen Vorlieben anpassen können. Bedeutet natürlich auch, dass wir dann Kanonen hier und da hinstellen können, dass es verschiedene Schiffstypen gibt, die wir dann halt noch in den Kabinen anpassen können oder die Lagervorräte und so weiter. Also angeblich soll das Spiel sehr, sehr große Anpassungsmöglichkeiten für unser Schiff bieten und allein das könnte schon ein großer Motivationsgrund sein, das Spiel alleine zu spielen. Und dann geht es natürlich um die Kämpfe. Etwas, wo man bei Skull & Bones sagen muss, das haben die Entwickler manchmal noch ein klein wenig versaubeutelt. Und zwar, dass es halt wirklich in Skull & Bones nur den Kampf von Schiff zu Schiff gibt und dass es das dann auch ehrlich gesagt war. In Pirates Dynasty wird es ein klein wenig anders aussehen. Ihr werdet mit eurem Schiff natürlich ganz normal kämpfen können. Ihr werdet aber auf eurem Schiff währenddessen rumlaufen können, könnt die Kanonen wahrscheinlich dann abfeuern, werdet andere Schiffe entern, könnt an Land kämpfen, könnt auf Unterwasser kämpfen und so weiter. Also wie gesagt, Pirates Dynasty könnte genau das werden, worauf die Spieler bei Skull & Bones immer sehr stark gehofft haben, was es jetzt aber am Ende leider nicht wird. Und der letzte Punkt, welcher mehr oder weniger direkt aus Medieval Dynasty übernommen wird, ist, dass wir halt anfangen, uns ein kleines Piratennest aufzubauen. Das wird immer größer, dann können NPCs einziehen, wir können Leute anheuern und so weiter. Also wir können quasi dann irgendwann ein richtig großer Pirat werden, der dann so eine eigene kleine Hafenstadt zum Beispiel dann befehligt und der ganz viele Untertanen hat. Klingt, finde ich, auf dem Papier wirklich alles absolut großartig. Einziger Wermutstropfen ist halt immer so ein klein wenig, ich stehe der deutschen Spielindustrie stellenweise immer ein klein wenig kritisch gegenüber. Das muss ich hier mal ganz offen sagen. Aber Medieval Dynasty hat wirklich etwas Gutes gezeigt und vielleicht können die Entwickler das einfach nur in Pirates Dynasty dann quasi übernehmen und die Stärken dann halt einfach weiter ausbauen. Pirates Dynasty soll im dritten Quartal 2023 erscheinen, also so ewig lang ist es nicht mehr hin. Ich bin mal sehr gespannt, ob es zu dem Spiel in den nächsten Zeit noch weitere News geben wird, beziehungsweise Trailer, Bilder und was auch immer. Und sollte es das geben, dann, wenn ihr daran Interesse haben solltet, würde ich das hier auf dem Kanal tatsächlich einfach ein klein wenig weiter verfolgen. Denn es könnte ja durchaus wirklich so eine richtig kleine Piratenperle werden. Denn sind wir mal ganz ehrlich, so richtig viele Piratenspiele gibt es nicht. Und da wäre es doch mal wirklich schön, wenn es einfach mal ein klein wenig Abwechslung gibt. Ansonsten, was ist weit von meiner Seite? Sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst es mich mit einem Like oder mit einem Abo sogar wissen. Und ansonsten nur noch vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord. Euer Cheft.